Nein, da waren Menschen, die haben sehr mühsam das alles abgeschrieben. Und die Abschriften, die haben natürlich auch nicht ewig gehalten. Das heißt, man musste rechtzeitig neu abschreiben. Und ich musste sicher sein, dass die Leute, die was abgeschrieben haben, da nicht irgendwelche Fehler eingebaut haben. Absichtlich. Die aber eben offensichtlich mehrfach korrigiert wurden. Und das geht dann zu dem Wahnsinn an einer Textstelle, die werden wir nächstes Mal besprechen. Da haben wir 300 Handschriften, die bezeugen, da steht Gott. Wir haben 10 Handschriften, die bezeugen, da steht er oder welcher. Davon sind aber auch 3 wieder in Gott geändert worden, ja, und nicht in Ordnung. Noch 2 Beispiele. Apostelgeschichte 20,7. Auf einen Sabbat aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigte ihn Paulus und wollte des anderen Tages ausreisen und verzog das Wort bis zur Mitternacht. Super Stelle für die Hebrew Roots. Auf einen Sabbat aber kamen die zusammen zum Brot zu brechen. Oder 1. Korinther 16,2. Auf jeder Sabbate einen lege bei sich selbst ein jeglicher unter euch und sammle, was ihn gut dünkt. Noch so eine tolle Stelle. Die kommen ja am Sabbat zusammen zum Geld sammeln. Wir sollen also auch als Gemeinde noch den Sabbat halten. Hallo, Torge. Jörn von Big TV. Den sehe ich gerade eben. Also euch zwei und noch drei sehe ich gerade auf Atheismus TV. Die Sendung der Rie. Der Reaction auf die Diskussion, ob Gott gut ist. Ja. Das wird am Sonntag. Ja. Gestern habe ich da, ich habe ja da Tüte und so leer gemacht, um den Schrank wieder einzuräumen. Und da habe ich gesehen, habe ich mich gefragt, wie lange hatte ich das im Schrank stehen? Hatte ich mal gekauft, weil ich ein Video damit machen wollte, was ich ja gestern gemacht habe, aber nicht hochladen kann. Also wie ich dann irgendwann Stopp gedrückt habe, dann wollte das Ding nicht Stopp machen. Also irgendwie ist beim Videoende-Klick hat sich das Programm da aufgehängt und dann irgendwie ist die Datei da nicht abspielbar. Ja, also ich habe da gestern gesehen, dass der seit 9 Tagen abgelaufen war. 9 Tage, bei so einem, da kommt sehr viel, ja, die habe ich dann gestern ausgelöffelt. Wie gesagt, das kann ich nicht hochladen. Ist ja irgendwie immer, ja. Und ich hatte gestern auch noch erklärt, da die 2 Schilder, Route 66, einmal richtig rum, also daneben ist der Vater, hier hinter mir, unter mir, halbe Höhe, egal, ist Jesus. Dann das Schmale hier, das ist Mensch. Und dann ist da die dritte Person von den angeblich 3 Personen, also Vater, Sohn, da unten, da unter dem Einhorn. Und die angeblich dritte Person, hier. Ja. Und Route 66. Die Evangelische hat ja 66 Bücher im Buch. Ja. Wenn man die richtig liest, dann ist das gut. Wenn man das falsch liest, hui. Hui. Ja, und jetzt gehen wir mal ein bisschen nach unten. Da habe ich auch noch hier. Und ich hätte auch noch irgendwo eine Kappe. Die müsste ich aber jetzt erst suchen. Oder ist die vielleicht, ja, mal kurz.
Nee. Das ist jetzt nicht Route 66, aber wenn du auf die Satanchi gehörst, dann ist das T-Shirt falsch rum. Davon habe ich auch ein T-Shirt, oder? Nee, ich habe da so ein Bärchen. Das ist doch hier irgendwo, oder? Ist ja egal. Ah, da. Oh, da sitzt auch Jesus drauf. Also, das ist der Gute, der Staubblitzer. Und das ist der Jo 146, ja? Der kennt sich aus mit die Wahrheit zurechtbiegen. Du wärst dahin und du wärst dahin. So. Ja, und 66 Bücher. Der Joey, der ist ja letztens katholisch geworden, ne? Und er hat dann so irgendwie gesagt, die Evangelischen, die haben ja 7 Bücher zu wenig. Weil die Katholische hat ja 73. Ja. Also ganz früher hatten die auch bloß 66 plus die Apokryphen. Und dann haben die gesagt, die Apokryphen sind jetzt nicht mehr Apokryph, die sind jetzt Kanon. Ja. Dann waren es 73. Also, wie du hier lesen kannst, ich habe die Luther mit Apokryphen. Also, Joey sagt, wenn die nicht drin wären, dann hätte ich 7 zu wenig. Ja. Da sind die Apokryphen. Da steht 14. Das sind 14 Bücher. Also 66 plus 14 ist nicht 73, sondern 80. Wer hat 7 weniger? Und eben habe ich gedacht, da fehlt auch noch irgendwas, weil da sind die Alttestament 22 und die Propheten extra Inhalt Dings da 16. Das summiert sich zu 38. Da müsste aber 39 sein. Da fehlt ja eins. Dann habe ich irgendwie, also Jeremia, das zwei, also da ist Jesaja, dann kommt Jeremia ab Seite 52 und was? Nee, 52 Seiten sind das. Ab Seite 1009. Und ab 1097 dann die Klagelieder Jeremia, hat aber keine extra Nummer. Also hier fehlt bloß eine Nummer. Da ist jetzt Jeremia und die Klagelieder zusammengefasst. Beim Luther. Also, wenn ich die Apokryphen abziehe, dann habe ich da bloß 65. Und wenn ich die Apokryphen addiere, also mitzähle, dann habe ich 79. Ja. Wollte ich noch irgendwas sagen? Beim Jörn, da steht in dem Namen noch Kitzer-Podcast. Habe ich dann auch gleich mal gesucht.
Da ist ein Video mit der Regenbogenschlange. Da bin ich schon ganz gespannt, was da kommt. Und ich wollte noch irgendwas sagen, oder? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Die kleine Liebe, die größte Liebe, Gott, der seine Kinder mehr liebt, als selbst ihre Mutter es könnten, das wird jetzt hart, und zwar emotional. Finde ich so eine gute Predigt, oder? Das ist schon eine Sache, ist wirklich schon eine Sache. Klaus, möchtest du noch was dazu sagen? Nee, das kommt noch, die guten Sachen kommen noch. Ja, ich weiß, er war ja dabei, er weiß, da kommt. Der geile Scheiß kommt noch. So, dann nächstes Video, ne? Ja, Nummer 14. Ja, und hier kommt der geile Scheiß, den ich vergessen habe zu sagen. Ne? Ja, Wort am Sonntag. Ah, das Video wurde ja nichts. Aber das meinte ja keiner. Dass heute schon morgen ist. Also, dass heute nicht mehr gestern ist. Der Scheiß war jetzt gar nicht so geil wie vorhin, wie ich es mir ausgedacht habe. Also, wie ich die Inspiration dazu hatte. Irgendwie. Meine Sabbate sollt ihr halten und mein Heiligtum fürchten. Ich bin Jahwe. Wendet euch nicht an Totengeister und sucht keine Wahrsager auf, denn durch sie verunreinigt ihr euch. Ich bin Jahwe, euer Gott. Damals kamen Pharisäer und Gesetzeslehrer aus Jerusalem zu Jesus und fragten: Warum halten deine Jünger sich nicht an die überlieferten Vorschriften und waschen sich nicht die Hände vor dem Essen? Eine Anmerkung: Die mündlich überlieferten Vorschriften der großen jüdischen Gesetzeslehrer, das ist die Halacha, regelten das Leben gesetzestreuer Juden bis ins Einzelne. Diese gingen über das alttestamentliche Gesetz hinaus und galten als verbindliche Norm. Jesus entgegnete: Und ihr, warum haltet ihr euch mit euren Überlieferungen nicht an Gottes Gebote? Super Stelle für die Hebrew Roots. Auf einen Sabbat aber kamen die zusammen zum Brot zu brechen. Oder 1. Korinther 16,2: Auf jeder Sabbate einen lege bei sich selbst ein jeglicher unter euch und sammle, was ihn gut dünkt. Noch so eine tolle Stelle. Die kommen ja am Sabbat zusammen zum Geld sammeln. Wir sollen also auch als Gemeinde noch den Sabbat halten. Wir sollen also auch als Gemeinde noch den Sabbat halten. Wir sollen also auch als Gemeinde noch den Sabbat halten. So setzt ihr Gottes Wort durch eure Vorschriften außer Kraft. Ihr Heuchler, auf euch trifft genau zu, was Jesaja geweissagt hat. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Ihr Dienst an mir ist ohne Wert, denn ihre Lehren haben sich Menschen erdacht. Wir sollen also auch als Gemeinde noch den Sabbat halten. Sprüche 10, Vers 17. Wer auf Mahnungen hört, ist auf dem Weg zum Leben. Wer sie verachtet, ist auf einer falschen Spur. Das war der heutige Bibeltext. Die Losung steht in 2. Chronik 16, Vers 9. Des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Und dazu aus Epheser 1, die Verse 18 und 19. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. Und so wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Montag, einen guten Start in diese neue Woche. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört und mit dabei seid. Und ich verabschiede euch mit dem folgenden Segen. Gott, segne uns mit allem Guten und bewahre uns vor allem Bösen. Schenke uns das Leben in Fülle und zieh uns zu dir, damit wir dich nie verlieren. Amen.